möchte Ihnen heute eine einfache Strategie erzählen, verraten, die mir persönlich geholfen hat, regelmäßig ins Fitnesscenter zu gehen und meine Produktivität im Allgemeinen maximal zu erhöhen. Ja. Es sind zwei kleine Erkenntnisse, aber die gigantische Veränderungen ermöglicht haben. Ja. Fangen wir mit dem Fitnesscenter an. Ich hoffe, wir sind uns klar, dass ins Fitnesscenter gehen, dass das vorteilhaft ist. Ja. Ich habe früher immer geglaubt, die Rahmenbedingungen, um ins Fitnesscenter zu gehen, die müssen perfekt sein. Ja. Das heißt, ich habe geglaubt, dass ich super motiviert sein muss, ja, voller Energie, pumped sozusagen, ja, um mit dem Training überhaupt beginnen zu können. Ja. Aber natürlich war ich das in den allerseltensten Fällen. Ja. Als ich meine Kampfkunstschule noch gehabt habe, da war es einfach. Ja. Ich musste es machen. Die Leute haben mich dafür bezahlt, dass ich dorthin gehe. Ja. Sie haben sich quasi meine Zeit erkauft. Aber irgendwann einmal hatte ich dann keine Kampfkunstschule mehr und irgendwann einmal war ich auch nicht mehr Single, sondern verheiratet und hatte auch mein erstes Kind. Und da hatte ich auch genau überhaupt keine Lust mehr zum Trainieren. Und ich hatte auch eine gute Ausrede, ja, weil man muss ja bei der Frau bleiben und beim Kind und so weiter. Ja. Wir sind damals auch viel gereist und ich habe mit dem Training praktisch aufgehört. Ja. Ich hatte keine wirklich gute Routine. Ja. Außer, dass ich gleich viel gegessen habe, wie als ich viermal die Woche 3 Stunden lang trainiert habe. Ja. Das ist natürlich nicht gut für die Figur. Ja. Und irgendwann einmal habe ich dann einfach erkannt, okay, so geht es nicht weiter, ich muss was tun. Ja. Aber wie gesagt, der perfekte Moment zum Trainieren ist einfach nicht gekommen. Es war immer irgendwas da. Bis ich dann eines Tages eine wirklich große Erkenntnis gehabt habe. Ich habe sie in irgendeinem YouTube-Video quasi nebenbei gehört, in einem Nebensatz. Ja. Aber es hat mich wirklich getroffen wie der sprichwörtliche Hammer. Der Satz war, ändere deine Erwartungen, wenn du mit etwas beginnen willst. Okay, also meine bisherigen Erwartungen waren, dass ich die perfekte Ausgangsposition brauche, um ins Fitnesscenter zu gehen. Also, dass ich super motiviert sein muss, volle Energie, dass alles passen muss. Ja? Okay, ich habe das geändert. Meine neue Annahme jetzt war, dass ich müde und ausgelaugt sein werde, bevor ich ins Center gehe. Ja? Dass ich einen harten, langen Tag gehabt haben werde, dass ich nicht hochmotiviert sein werde, dass ich nicht voller Energie sein werde. Wie gesagt, dass der Tag lang und hart war. Ich werde müde sein und ich werde null Lust haben und ich werde extrem unmotiviert sein, ins Center zu gehen. Und das war meine neue Ausgangsposition. Aber ich werde trotzdem gehen. Das habe ich noch dazugegeben. Und wissen Sie was? Es hat funktioniert. Diese eine kleine, unglaublich kleine Veränderung hat funktioniert. Und zwar so gut wie vorgeschnittenes Brot. Ja. Der Tag war vorbei. Alle Kinder waren im Bett. 10 Uhr am Abend. Ich war hundemüde. Ja. Und ich sage mir, hey, genau, das sind die Ausgangspositionen, um ins Fitnesscenter zu gehen. Und dann habe ich es gemacht. Ja, ich habe meinen Krempel gepackt und bin gegangen. Ja, das erste Mal. Und dann das nächste Mal. Und das nächste Mal und das nächste Mal und immer wieder. Ja, es war immer die gleiche Ausgangsposition. Ich war hundemüde, ich hatte einen langen, schweren Tag, ich wollte überhaupt nicht gehen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Warum? Weil ich mir gesagt habe, okay, das ist die Ausgangsposition, dann geht man ins Fitnesscenter. Dann geht man ins Center, wenn man müde ist, wenn es alles nicht funktioniert. Und auf einmal war es super leicht, es zu tun. Sachen gepackt und los geht's. Ich habe die Startbedingungen einfach neu definiert, zu denen ich ins Fitnesscenter gehe. Probieren Sie es bitte einfach aus. Für mich hat es genial funktioniert. Das war unglaublich. Ja. Okay, der zweite Produktivitätstrick hat mir ebenso geholfen. Und zwar, das hat mit meiner Stimmung zu tun. Ja. Ich habe immer früher gedacht, so wie ich gedacht habe, dass die Ausgangsposition ideal sein muss, habe ich gedacht, ich muss in der richtigen Stimmung sein, um Dinge zu tun, um ins Fitnesscenter zu gehen, ja, um mit der Arbeit zu beginnen, ja, um super produktiv zu werden. Ja, muss die Stimmung passen, es muss einfach alles okay sein. Ja. Aber die beste Strategie ist, anstatt die Zeit zu verschwenden, um sich in die richtige Stimmung zu bringen, dass man einfach mit der Arbeit beginnt. Punkt. Ich weiß, das ist jetzt revolutionär. Ja. Man braucht keine perfekten Rahmenbedingungen, um mit seiner Arbeit zu beginnen. Boah. Der Anfang selbst ist nämlich der perfekte Start. Ich bin ein Typ, der seine Zeit optimal nutzen will. Und viele meiner Freunde und Bekannten haben quasi Morgenrituale und Motivationsroutinen. Ja, so Tony Robbins berühmter Powerschrei. So.
Okay, um sich zu motivieren, ja, um Energie zu sammeln oder zu bekommen. Ja. Aber irgendwie habe ich immer den Eindruck gehabt, das ist eher so ein Gedankenspiel, um sich vor der eigentlichen Arbeit zu drücken. Ja. Weil man macht die Routinen und was passiert? Nichts. Ja. 2 Stunden später, ja, nichts wurde getan. Ja. Nichts wurde erledigt. Ja. Die eigene Produktivität steigt leider erst ab dem Moment, wo man mit der eigentlichen Arbeit beginnt. Ja. Anfangen ist der Schlüssel. Und das ist auch der Trick. Das ist der zweite Trick. Ja. Sobald ich beginne, kommt die Motivation. Wie beim Training. Ja. Ich habe am Anfang überhaupt keine Lust, ich bin müde, ich will überhaupt nicht. Aber ab dem Moment, wenn ich dann zum Aufwärmen am Laufband gehe oder ja, wenn ich die Handeln in die Hand nehme, dann kommt die Motivation. Und das Gleiche ist beim Arbeiten. Ja, vielleicht sind die ersten 2, 3, 5 Minuten hart, geht nichts weiter und so weiter. Aber sobald sie ein wenig reinbekommen, ja, sobald das Telefon ausgeschaltet ist und sobald man sich fokussieren kann, ist man sehr schnell drinnen in dem Flow und dann kommt auch die Stimmung. Und dann macht das Ganze auch wirklich Spaß. Alles andere ist Wischiwaschi. Ja. Und in Wirklichkeit, meiner Meinung nach, eine Ausrede, um nicht mit der harten Arbeit beginnen zu müssen. Ich habe das persönlich oft schon erlebt. Eine große Aufgabe liegt vor mir, ja. Ein Projekt, ein riesiges Projekt, das meine Birne zum Glühen bringt, sozusagen. Ja. Aber schon nach wenigen Minuten in der Materie geht's los. Dann kommt der Überblick, da kommt der Flow. Ja. Ich muss nicht stundenlang warten und mich nicht stundenlang vorbereiten, nur um zu beginnen. Ich lege einfach los. Und was noch wichtig ist, ich bringe dann den Job auch zu Ende. Kennen Sie den Zeigarnik-Effekt? Eine sehr interessante psychologische Erkenntnis. Ja? Ursprünglich bei Kellnern in Restaurants entdeckt. Die Kellner können sich erstaunlich gut an Bestellungen erinnern, solange sie noch nicht bezahlt wurden. Sobald die Bestellung abgeschlossen wurde und sobald bezahlt war, vergessen. Das Gehirn mag es nicht, wenn Dinge unerledigt sind. Und das ist so wie ein Cliffhanger bei der Fernsehserie, wo es im spannendsten Moment aufhört. Ja. Die eine Szene am Ende einer Folge, ja, die lässt etwas unbeantwortet. Und das treibt uns dazu, die nächste Folge sehen zu wollen. Okay, zurück zu unserer Arbeit. Das ganze Herumgeeiere, ja, bevor man anfängt zu arbeiten, ist meiner Meinung nach nur ein Indiz dafür, dass Sie auf eine Abkürzung warten. Ein bestimmter Job erfordert viel Arbeit. Da denkt man sich, okay, da gibt es sicherlich eine Abkürzung. Es gibt irgendwas, wie ich es einfacher machen kann. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, eine Abkürzung zu nehmen, wurde ich von der Arbeit daran erinnert, die noch erledigt werden musste. Es funktioniert so nicht mit den Abkürzungen. Es muss getan werden, Dinge müssen erledigt werden, Punkt. Das ist es. Es gibt keine Abkürzung. Es ist eine Illusion und man kann sie nicht nutzen. Wenn man etwas oft macht und wenn man viel davon macht, wird man darin einfach besser. Ja, man gewinnt Erfahrung darin und man wird schneller in Entscheidungen. Man sieht Dinge schneller, ja, oder man sieht schneller, ob etwas gut oder schlecht läuft und man handelt dann entsprechend. Und für den Außenstehenden sieht es dann wie eine wundersame Abkürzung aus. Aber die Wahrheit ist, Dinge müssen erledigt werden und zwar von mir. Aber okay, viele Menschen suchen natürlich nach dem leichteren Weg zum Ziel. Das ist in uns so drinnen, ja, und es ist auch absolut verständlich. Aber die Wahrheit ist, dass es bessere und schlechtere Wege gibt. Beide sind hart, aber der eine bringt mich mehr zu dem, was ich will. Er bringt mehr Erfolg. Es gibt auch bessere und schlechtere Geschäftsstrategien. Strategien, die Sie schneller zu dem hinbringen, wo Sie hinwollen, und Geschäftsstrategien, die Sie langsamer dorthin bringen. Ja, Sie können beispielsweise auf eine Messe gehen und Ihr Produkt dort verkaufen versuchen. Ja, eine Person nach der anderen. Das ist eine Strategie. Oder Sie finden eine Möglichkeit, dass Sie das automatisieren oder übers Internet verkaufen, wo Sie das Ganze skalieren können. Eine Nachricht zu mehreren Personen. In beiden Ergebnissen ist das Endergebnis dasselbe. Sie verkaufen jemandem Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung. Aber bei einem Weg können Sie niemals mit dem Arbeiten aufhören und Sie können nicht skalieren. Während beim anderen Weg Sie zwar auch nicht mit dem Arbeiten aufhören können, ja, okay, aber Sie können skalieren. Sie können wachsen. So wie es bessere und schlechtere Kulturen gibt, gibt es auch bessere und schlechtere Strategien für Ihr Unternehmen. Sie können versuchen,
der Billigste in ihrer Industrie zu sein und versuchen, Leute mit einem billigen Preis in ihren Laden zu holen. Okay, aber sie können auch probieren, sich für eine Hochpreisstrategie zu entscheiden, mit der sie 10-mal weniger Leute zwar haben, aber 3-mal so viel verdienen können wie jetzt. Weniger Arbeit, mehr Verdienst. Bitte bedenken Sie eins, ja? Selbst wenn Sie den Hochpreisweg gehen, ist es keine Abkürzung. Es ist einfach ein anderer Weg, einer meiner bescheidenen Meinung nach besserer und effektiverer Weg, der bessere Ergebnisse bringt und zwar mit weniger Aufwand. Aber Sie werden trotzdem arbeiten müssen, man kommt nicht drum rum. Ja? Sie werden trotzdem etwas tun müssen und es wird nicht leicht sein. Es ist eine Entscheidungssache, Sie müssen sich dafür entscheiden. Ich persönlich arbeite gern oder um es anders auszudrücken, in Wirklichkeit, ich sehe es nicht einmal als Arbeit. Ich tue etwas, das ich gerne mache und das bringt Ergebnisse und auch Geld. Ja, ich sehe es mehr als eine Art Hobby. Ja. Nur, dass ich es nicht tun muss, sondern dass ich es gerne mache. Und dass es noch dazu profitabel ist. Und dass es mir einen Lebensstil erlaubt, der von dem 99% der Menschen nur träumen können. Und es macht Spaß. Solange ich Spaß bei dem habe, was ich mache, mache ich ja genau das, was ich gerne will, mache ich es ja gerne. Ja, meine Frage, macht alles, was ich mache, Spaß? Natürlich nicht, ja. Aber ich werde mit der Zeit immer besser mit den Dingen, die keinen Spaß machen, dass ich die an jemanden anderen abgebe. Ja, es muss gemacht werden, aber es muss nicht von mir gemacht werden. Also gebe ich es ab. Ja, so werden die Tage voller Spaß immer mehr und ich tue das, was ich will und wo ich dann letztendlich auch gut bin. Ein solcher guter Tag hat bei mir meistens 3 Dinge gemeinsam. Ja. Ich konnte etwas weiterbringen, dass es meiner Meinung nach wert war, dass es wichtig war. Zweitens, ich habe geschwitzt, also ich habe Sport gemacht. Ja. Und drittens, ich habe Zeit mit Menschen verbracht, die mir wichtig sind. Ja. Das ist mein einfacher Tagesablauf. Etwas Wichtiges tun, schwitzen, mit Leuten zusammen sein, die mir wichtig sind. Und in dem Zusammenhang noch ein meiner Meinung nach wichtiger Punkt zum Thema Arbeit. Ich habe es bereits erwähnt. Viele Menschen tragen eine sehr negative Definition von Arbeit mit sich herum. Ich meine, ich kann es ihnen nicht verübeln, ja, weil die meisten Dinge, die man macht, sind nicht so spannend. Und viele Leute sehen die Arbeit eben als etwas Lästiges. Sie sehen es als etwas Langweiliges, als Sinnloses, aber irgendwie Notwendiges. Ja, man muss ja Nahrung, man muss essen. Ja. Die Wahrheit ist, dass es ohne Arbeit dummerweise nicht geht. Ja. Sonst bleibt der Kühlschrank leer. Ja. Aber ich persönlich definiere Arbeit anders. Ich sehe Arbeit als etwas, das Sinn macht und das ich persönlich gerne tue. Für mich ist Arbeit auch oft eine Herausforderung. Ja, sie ist alles andere als langweilig. Ja, ich persönlich löse gerne Rätsel. Und für mich sind die Dinge, die ich zu tun habe, ich definiere die alle für mich selbst als ein Rätsel, das gelöst werden muss. So macht das Ganze viel mehr Spaß. Ja. Wenn Sie einen Weg finden, Ihre Arbeit als etwas zu definieren, was Sie gerne machen, glauben Sie mir, das wird super funktionieren. Ihre Einstellung wird sich ganz ändern. Und Ungewissheit ist dabei auch eine für mich interessante Rolle. Ja? Nicht zu wissen, ob etwas funktioniert oder nicht. Ja? Das macht meine Arbeit spannend. Und wir alle sind von unserer Arbeit abhängig, ob wir es wollen oder nicht. Deshalb ist es meiner Meinung nach besser, dass wir es als etwas sehen, das wichtig ist und das gemacht werden soll. Ich sehe meine Arbeit, das, was ich tue, wertvoll. Ich bin für andere Leute verantwortlich und ich mache es wertvoll. Ja? Für meine Kunden, für meine Familie, für meine Mitarbeiter, für mich. Und es geht ja bekanntlich immer darum, dass wir die wertvollen Momente, die wir haben, dass wir diese nutzen, weil sie uns eben wirklich wichtig sind. Werden Sie daher jetzt aktiv. Ihr Markus Dahn. Hurra, die Inflation sinkt. Die Regierung jubelt und klopft sich auf die Schultern. Inflation ist im Moment nur noch um die 6%. Das dafür zwar langfristig, aber okay, man kann ja nicht alles haben. Die Regierung ist froh, doch was bedeutet das für Ihre persönlichen Vermögenswerte? Angenommen, Sie haben 100.000 Euro auf Ihrem Konto. Bei 6% Inflation haben Sie nach 10 Jahren einen Kaufkraftverlust von über 44.000 Euro. Sie verlieren dadurch 44% Ihres Vermögens in nur 10 Jahren. Genau das tun Sie, wenn Sie Ihr Vermögen ungeschützt lassen. Man greift Ihnen da persönlich ganz, ganz tief in die Taschen. Und was, wenn sich die Spirale noch weiter nach oben dreht? Man könnte diese Entwicklung als völlig unrealistisch einstufen, allerdings schauen Sie einfach in die Türkei. Dort gab es letztes Jahr eine Inflation von 72%.
Sie hätten dabei mehr als die Hälfte ihres Vermögens verloren in einem einzigen Jahr. Und die Regierungen Europas verschulden sich munter weiter. Deutschland hatte Ende 2022 einen Rekordschuldenstand von bisher nie dagewesenen fast 2,4 Billionen Euro. Und die Schuldenuhr läuft munter weiter. Diese massive Verschuldung verstärkt die Inflation bzw. verhindert einen Rückgang. Und obwohl die Regierung den Anschein erheben mag, die Inflation sei rückläufig, ist dies irreführend. Fakt ist, wir befinden uns dadurch an einem sehr gefährlichen Punkt, an dem sich entscheidet, ob sich diese Geldvernichtungsspirale weiterhin nach oben dreht oder ob sie sich vielleicht wieder stoppen lässt. Diese Inflationslüge ist nicht die einzige Gefahr für Ihr Vermögen. Es gibt noch eine Menge weiterer Lügen und Fehlinformationen über die Inflation, die Ihre Vermögenswerte bereits jetzt nicht nur massiv bedrohen, sondern schrumpfen lassen. Wenn Sie wissen wollen, was diese Inflationslügen sind und vor allem, was sie tun und wie Sie sich dagegen schützen können, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Die Lösung des Inflationsproblems hat offensichtlich mit Sachwerten zu tun. Es gibt jedoch eine Lösung und die hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen oder Krypto. Es ist ein echter Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich schützt. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und wir sehen uns in Kürze. Werden Sie jetzt aktiv. Es geht immerhin um Ihr Vermögen.